Wir haben jetzt insgesamt 36 Teilnehmer aus Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich und fahren jedes Jahr bei 9 Rennen diese Challenge aus. Ja, die Klasse Pro ET wird eingeteilt in einen Sekundenbereich für Fahrzeuge, die zwischen 9,00 und 11,99 Sekunden fahren können. Ja. Aber bei uns bei der Challenge haben wir dieses Jahr 10.000 Euro insgesamt an Preisgeld gesammelt, durch Sponsorengelder finanziert, und das ist natürlich schon sehr beachtlich. Also das war noch nie da in der Dreckser-Szene, dass in so einer Klasse so ein hohes Preisgeld ausgeschüttet wurde. Wir möchten einfach den Sport weiterentwickeln, wir wollen für die Fahrer was tun. Sieger Pro ET ist Philipp Hoffmann.